Die Bundesliga auf dem Weg zu neuen Ufern. Anders als bisher vermutet, könnte möglicherweise schon zur kommenden Saison die Torlinientechnik eingeführt werden. Das gab die DFL auf der Generalversammlung bekannt. Doch eins nach dem anderen. Zuerst müssen die Vereine im kommenden Frühjahr erstmal abstimmen, ob sie die Torlinientechnik überhaupt wollen. Erst dann kann entschieden werden, welches in Frage kommende System es denn werden soll. Die Vorlaufzeit für Systeme, müssen unterscheiden, wir haben 4 Systeme. 2 Systeme, bei denen der Ball eine Rolle spielt, nämlich wo die Technik im Ball integriert ist. Die Systeme brauchen eine Vorlaufzeit und bei den beiden Systemen wäre es nicht möglich, zur neuen Saison diese zum Einsatz zu bringen. Für den Fall, dass wir uns etwa dem Hawkeye-System beispielsweise zuneigen, da ist es sicherlich technisch noch möglich und auch machbar und den Vereinen auch zumutbar, das schon zur kommenden Saison 14/15 zu machen. Je nachdem, ob sich die Liga also gegen den Chip im Ball und für die Torkamera entscheiden wird, könnten Diskussionen um Tore und Nicht-Tore vielleicht schon zur kommenden Saison der Vergangenheit angehören.